Hallo und herzlich willkommen zu Dredge. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Stellenausschreibung, Anglergesuch. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt, aber egal. Ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Ja, und herzlich willkommen damit zu Dredge. Und für mich zurück auf YouTube seit meinem letzten Video vor 8 Monaten. Dazu aber gleich mehr. Erstmal konzentrieren wir uns auf das Spiel. Und zwar möchte ich mit euch Dredge spielen, weil das habe ich schon einmal für mich angespielt und ich komme einfach nicht von los. Ich liebe dieses Spiel. Und dadurch, dass ich mich jetzt auch schon ein klein wenig auskenne, kann ich auch hier ein bisschen erklären. Und zwar sind wir jetzt in Großmark. Das hier ist unser Schiff, unser Frachtraum. Unser Schiff kann auch Schaden nehmen. Hier kommen wir auch in unsere Kajüte. Da haben wir jetzt eine Mission, die können wir uns einmal anschauen. Ein Neuanfang. Fange Fische für den Tag. Ich habe den Bürgermeister von Großmark kennengelernt. Er hat mich rausgeschickt, um ein paar Fische zu fangen und mich umzusehen. Schön hier. Er hat mich allerdings gewarnt, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein muss. Irgendwas wegen des Nebels klang ein bisschen dramatisch. Der Bürgermeister hat mich gebeten, so viel Fisch wie möglich zu fangen und dann nach Großmark zurückzukehren. Ja, und für den Überblick, was und wo Großmark überhaupt ist, haben wir hier eine Karte. Das ist nämlich diese kleine Insel hier. In dem Inselgebiet die Markstätte, also diese Inselgruppe. Ja, hier haben wir auch noch 3 weitere Ankerplätze hier bei die Marktstätte. Dann haben wir noch 4 weitere Inselgruppen, Windstrang, Teufelsgrat, Sturmklippen und Sternbecken. Das lernen wir dann alles kennen. Ich kann euch nur sagen, soweit wie ich gespielt habe, habe ich hier diese Region schon kennengelernt. Mehr weiß ich dann aber auch nicht. So, dann haben wir hier eine Enzyklopädie, wenn wir Fische fangen. Werden wir die hier auch sehen können, nachlesen können, wann, wie, wo, wie viel die kosten, womit man sie fängt. Und vor allem ganz wichtig ist das hier unten, die Anomalien. Wer H.P. Lovecraft kennt und Geschichten von ihm, wird hier mit dem Spiel auch einige Verbindungen feststellen können. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Dann, wenn wir Nachrichten bekommen, kriegen wir die hier. Okay, zurück zur Fracht. Hier sehen wir haben eine Fahrgeschwindigkeit von 24 Knoten mit unserem Schiff. Dabei haben wir hier einen seltsamen Motor eingebaut, der 14 Knoten macht.
Jemand hat sich an diesem Motor zu schaffen gemacht. Jedenfalls scheint er jetzt leistungsfähiger zu sein. Also, da hat jemand dran rumgeschraubt. Dann haben wir hier eine Angel, eine maßgefertigte Angelrute, geschmückt in den Firmenfarben des Erfinders. Eine starke Wahl für passionierte Angler. Und wir können mit dieser Angelrute Fischarten fangen, die in der Küstennähe sind. Mit einer Fanggeschwindigkeit von 40% wird uns auch hier angezeigt. Insgesamt haben wir eine Fanggeschwindigkeit von 90%. Scheinwerfer haben wir noch keine, also nachts sollten wir nicht rausfahren. Darum wahrscheinlich auch die Warnung vor dem Nebel und vor Anbruch der Dunkelheit zurückzukehren. Hier bekommen wir Geld, wenn wir unsere Fische verkaufen. Jetzt, ich werde das einfach die Münzen nennen, weil ich weiß nicht, welche Währung hier in diesem Teil des Landes aktuell ist. Okay, das ist Großmarkt. Mehr können wir jetzt noch nicht machen, außer ablegen. Und das werden wir jetzt auch tun. Da bekommen wir jetzt hier natürlich so eine kleine Anweisung, wie man das Schiff steuert. So. Ja, drehe die Kamera. Wir können die Höhe anpassen. So. So, und dann fahren wir jetzt zu dem ersten Angelplatz. So. Und wenn wir jetzt die Fische angeln, dann bekommen wir hier erstmal angezeigt, wo wir sind, wie hoch der Bestand ist. Hier sind ordentlich Fische drin. Fische in Küstennähe, das ist genau die Fischart, die wir fangen können. Und wir bekommen für jeden Fisch, also für jede unterschiedliche Art des Fisches, andere Minispiele. Wir legen einmal los. Ist selbsterklärend. Und wir haben eine blaue Makrele gefangen. Da können wir direkt in die Enzyklopädie schauen. So, dann bekommen wir hier den Fisch angezeigt, wie viel Platz er im Lagerraum von unserem Schiff einnimmt. So, wo wir den fangen können, wie oft wir ihn gefangen haben. Dann eine kleine Beschreibung, also praktisch wertlos, aber genug, um den Hunger zu stillen. Hier sehen wir dann, in welcher Inselregion wir den Fisch fangen können. Wenn wir den verkauft haben, bekommen wir auch so einen ungefähren Preis. Die ungefähre Länge, also ob wir den bei Tag oder Nacht fangen können. Und mit was, ob mit einem Krabbenkorb, natürlich nicht. Aber wir könnten das mit Schleppnetz und Angel fangen. Genau, aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist dann wahrscheinlich das hier unten noch. Und vielleicht auch später, wenn wir Aufträge bekommen, Fische zu fangen, bestimmte Fischarten, dass wir dann gucken können, wo und wie wir sie fangen können. So, dann haben wir das. Wir werden weiter angeln. So, für die Leute, die sich jetzt wundern, dass ich ohne Kamera aufnehme, weil ich das ja eigentlich sonst vor 8 Monaten noch gemacht habe. Keine Angst, das wird wiederkommen. Momentan fühle ich mich aber noch nicht so weit, weil ich ja noch die ein oder anderen Probleme mit mir selber habe. Aber irgendwann, wenn es mir wieder besser geht, werde ich auch die Kamera wieder dazu nehmen. So, hier glitzert was. Immer wenn was glitzert, heißt es, wir können das untersuchen. Eine treibende Boje. Sie soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Ja, das ist dann nämlich hier auch. Wir sehen ja hier oben, Montag, Tag 1, die Uhrzeit, 10.01 Uhr. Das Schöne ist, wenn wir mit dem Schiff nicht fahren, wir können uns umgucken, aber wenn wir nicht vorwärts, rückwärts oder seitwärts fahren, bleibt die Zeit auch stehen. Sie läuft dann nur weiter, wenn wir weiterfahren. Beziehungsweise, wenn wir dann fischen. Ich fahre mal hier zum nächsten Angelplatz. So, jetzt läuft die Zeit weiter. Wenn wir jetzt hier beim Angelplatz anhalten, so, bleibt die Zeit stehen. Wir können jetzt auch noch hier gucken. Das sind wahrscheinlich wieder blaue Makrelen, die hier drin sind. Und die Zeit läuft jetzt erst wieder weiter, wenn wir angeln tatsächlich. Ansonsten können wir uns alle Zeit der Welt nehmen
uns Nachrichten durchlesen oder weiß ich, was wir alles auf See machen wollen. Wenn wir uns nicht bewegen, haben wir alle Zeit der Welt, uns alles anzugucken, was wir wollen. So, Fische erstmal hier reingepackt. Nächster Fisch, noch ein Fisch. Hier sieht man jetzt auch schon, dass der Bestand jetzt niedriger, also er schrumpft, ne? Umso mehr Fische wir rausholen. Und jetzt ist der Bestand erschöpft und jetzt müssen wir uns einen nächsten Angelplatz suchen natürlich. Hier steht das jetzt auch mit der Zeit, was ich gerade schon gesagt habe. Und hier sind irgendwelche Geräusche um uns herum. Na gut, wir haben hier auch so ein kleines Inventar praktisch. Da haben wir dann einmal Scheinwerfer. Erhelle die Nacht, stärkere Scheinwürfer mindern Panikeffekte. Ja, zu der Panik kommen wir dann noch gleich. Nebelhorn, ein lautes Horn, macht auf dich aufmerksam. Und hier haben wir ein Fernglas für den Durchblick. Damit kann man Fangplätze in der Ferne entdecken. Das können wir mal direkt ausrüsten. Und jetzt können wir hier halt sehen, was wir hier für Fische haben, ne? Also hier hinten, da sind Flachwasserfische. Da wissen wir direkt, da brauchen wir noch gar nicht hin. Wir haben dafür keine Ausrüstung. Wir können nur in Küstennähe. Da hinten sind Fische in Küstennähe, aber das ist ziemlich weit weg. Hier haben wir schon näher noch einen Punkt und da machen wir uns dann auf den Weg. Wir sehen auch schon an dem Symbol und an dem Fragezeichen, dass wir diesen Fisch noch nicht kennen. Also ist das perfekt, dass wir hier einmal anhalten und hier noch Fische rausholen. Ja, wir sehen jetzt hier auch schon, der Fisch hat eine andere Anordnung. Wir werden den halt hier so hintacken müssen, darum nehme ich den mal hier weg. Ach, und hier haben wir genau einen gelben Punkt, den wir treffen müssen. Wenn wir den nämlich treffen, bekommen wir einen besonderen Fisch, eine Trophäe, die größer ist als die normalen Fische dieser Art. Können wir gleich mal gucken, wenn wir einen normalen Fisch rauspacken. So, also dieser Kabeljau ist 76 cm circa, fast 77 cm. Und unsere Trophäe ist über 1 Meter groß. Das macht sich dann im Preis natürlich auch bemerkbar. Und was auch noch ist, wir sehen unter der Größe den Zustand, also wie frisch der Fisch ist. Im Moment sind noch alle Fische sind frisch. So. Den hier brauchen wir jetzt gerade nicht weiter angeln. Wir sehen, wir könnten höchstens noch einen Fisch angeln, der nur zweimal Platz wegnimmt. Der ist zu groß, also können wir gehen. So, was ich aber hier schon sehe, das können wir uns auch mal mit dem Fernglas angucken, hier hinten. Da ist, das leuchtet gelblich ein Wasserpost. Die holen wir uns eben. Und da es jetzt dunkel wird, mache ich jetzt auch hier schon mal unser Licht an. Viel Licht haben wir noch nicht. Aber da kommen wir jetzt zur Panik, wenn wir die Flaschenpost gelesen haben. So, dann können wir hier in unsere Kajüte erst einmal die Enzyklopädie. Wie gesagt, die blaue Makrele hatten wir schon. Dann haben wir hier den Kabeljau. Reichlich vorhanden und schlicht. Hier sehen wir dann auch, ne, den größten Fang, den wir gemacht haben. Und beide Fische haben jeweils 3 Anomalien, die wir entdecken können. So, dann zu unserer Nachricht. Vom 20. August 1927. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Inseln und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel. Also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Julie, mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es ihm wichtig, alles korrekt durchzuführen.
wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand, aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einem Deck einen Picknickkorb hervorlugen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Ja, wahrscheinlich schon etwas älter, die Post. So, jetzt wird's auch langsam dunkel. Und da wir ja unseren Frachtraum so gut wie voll haben, einen Fisch könnten wir noch uns schnappen. Was haben wir hier? Kabeljau ist uns zu groß. Hier ist Ozeanfische, die können wir noch nicht fangen. Hier können wir, ja, Scheinwerfer, da unten kommt jetzt die Information, dass wir das Licht an- und ausmachen können. Moment. So, wir machen es aber wieder an. So, dann schauen wir mal, was wir hier für Fische haben. So. Die können wir nicht angeln. Also immer wenn dieses Zeichen kommt, ich kann das euch einmal zeigen, dann steht hier auch, dass wir die nötige Ausrüstung für diese Fische nicht haben. Das wäre ein Flachwasserfisch hier. Gut, nächster. Also wir fahren ja jetzt sowieso wieder in unseren Hafen. Da können wir auch hier einmal anhalten. Ach, und wieder ein neuer Fisch, den wir noch nicht kennen, der aber wahrscheinlich hier reinpassen würde. Also holen wir einmal raus. Und damit haben wir ein Fallkalmar gefangen. Schauen wir uns das auch mal hier an. Er hebt sich des Nachts aus den Tiefen der See, um zu fressen oder gefressen zu werden. Und der kann zwei Anomalien haben. Okay. So, jetzt sehen wir auch unter der Uhrzeit ein Auge, was so ein bisschen leuchtet. Und umso hektischer und doller es leuchtet, umso mehr haben wir Panik. Da müssen wir halt zusehen, dass wir ins Licht kommen. Ja, also hier könnten wir dann unsere Panik ein bisschen beruhigen. So, jetzt sind wir aber sowieso gleich zu Hause. Wir legen jetzt einfach erstmal an. Nebel und andere Dinge können deine Panik steigern. Reduziert wird es halt durch hellere Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. So, jetzt wollen wir aber erstmal dem Bürgermeister unsere Fische zeigen. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollen wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch, ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, und deine Schulden, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung so mit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Wo verkaufe ich den Fisch? Unser örtlicher Fischhändler wird dir gern alles abkaufen, was du fängst. Er hat rund um die Uhr geöffnet. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Genau, jetzt hat sich auch unsere Mission aktualisiert. Ich habe einen Fisch gefangen und bin zum Dock zurückgekehrt. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, meinen Fang an den Fischhändler zu verkaufen. Gut, dann lernen wir jetzt den Fischhändler kennen. Jetzt sehen wir hier auch, wir haben 50 Münzen Schulden. Ja, das wird ja relativ schnell abbezahlt sein. Also günstiges Boot, was wir hier bekommen haben. Was wir hier noch haben, ist ein Lager jetzt, das wir im Großmark und auf anderen Inseln benutzen können. Und alles, was wir hier reinpacken, haben wir dann aber auch in jedem Lager zur Verfügung. So, jetzt gehen wir zum Fischhändler. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes.
Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwimmen einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Hm. Wo bist du also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit dem anderen passiert? Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abbezahlst. Hm. Also, lass mal sehen, was du so hast. So, jetzt können wir auch gucken. Also hier unser normaler Kabeljau kostet fast 17 Münzen. Bekommen wir dafür. Und hier bekommen wir schon ein paar Münzen mehr, weil er halt einiges größer ist. Und jetzt sehen wir hier auch die Fische, die wir ganz am Anfang geangelt haben. Die sind schon fast verdorben. okay. Wir können jetzt Fische alle einzeln verkaufen. Wir haben ja aber auch die Auswahl, dass wir alle auf einmal verkaufen können. Das machen wir jetzt auch. Wir haben jetzt die Schulden beglichen, also ein Teil. Und wir haben aber noch so viel Geld übrig, dass ich sagen würde, dass wir auch den Bürgermeister direkt aufsuchen und die Schulden abzahlen werden. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Hm. Sieh mal, das habe ich unter den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht? Ein Forschungsteil will er uns geben. Ein seltsam aussehendes Ding könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen, müsste aber zuerst am Dock untersucht werden. Na gut, wir nehmen das einmal. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Gut, dann hat sich hier auch wieder unsere Mission geändert. Ich habe einen Fang an den Fischhändler verkauft. Er kauft mir alles ab, was ich mitbringe. Der Bürgermeister sagte, ich soll zur Werft gehen und mich der Schiffsbauerin vorstellen. Dann machen wir das auch noch eben. So, die Schiffsbauerin ist hier. Dann gehen wir mal eben hin. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Ah. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder klicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also plane sorgfältig. Na, dann schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Also wie gesagt, unser Schiff kann ja Schaden nehmen. Das heißt, wir könnten hier bei ihr alles reparieren lassen. Wenn dann mal was kaputt geht. So, hier sehen wir, das sind halt unsere Plätze, wo wir Angelkram, Motor und Licht einbauen können. Hier ist auch noch unser Lager von der Insel. So, sie verkauft uns einfacher Skimmer. Das ist eine leichte Angelrute, geeignet, um Fische in flachen Gewässern zu fangen. Die kleine Spule bremst allerdings das Tempo. Das heißt, wenn wir die kaufen würden, dann hätten wir eine Angel für Küstennähefische und für Flachwasserfische. Fanggeschwindigkeit plus 10%.
Hier haben wir eine beschwerte Leine. Mit verstärkten Leinen kann man auch größere Fische aus tieferen Wasserschichten fangen. Kostet einiges mehr als diese Angel, sind aber beides Flachwasserangeln, also für Flachwasserfische. Aber hier ist die Fanggeschwindigkeit schon plus 40%. Allerdings, wir sehen jetzt schon, wenn wir die hier einbauen würden, würden wir 3 Plätze wegnehmen, bei dem nur 2 Plätze. Also Platz auf dem Boot ist äußerst wichtig. Darum kaufe ich jetzt natürlich erstmal diese Angel noch nicht, weil die ist, könnten wir uns vielleicht leisten, die nicht. Aber wenn, dann würde ich eher die große Angel nehmen. So, dann haben wir hier noch ein rostiger Außenborder. Ein rostiger alter Motor, damit kommst du nicht weit. Macht 10 Knoten. Also den könnten wir hier einbauen. Allerdings müssen wir noch Schulden abbezahlen. Ich gehe dann erstmal zum Bürgermeister, bevor wir hier irgendwelche Baumaßnahmen vornehmen. Schleppnetze haben wir noch keine. Und hier hätten wir noch Lichter. Gesprungene Glühbirne. Besser als Kerzenlicht, aber auch nicht viel. Macht 500 Lumen auf 10 Meter. Und hier haben wir noch eine trübe Linse. Müht sich Wacker, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Macht 750 Lumen und hat eine Reichweite von 20 Meter. Kostet allerdings 180 Münzen. Aber bevor ich mir hier so eine billige, gesprungene Glühbirne kaufe, spare ich lieber Geld für diese trübe Linse, weil Licht ist wirklich wichtig, sonst kriegen wir Panik auf Meer nachts. Und wir haben nur einen Lichtplatz zur Verfügung. Darum verlassen wir jetzt mal die Schiffsbauerin, bei ihr können wir jetzt gerade noch nichts machen. So, hier sehen wir haben jetzt halt noch die Schulden, 26 Münzen und 15 Taler. Dann gehen wir noch mal zum Bürgermeister. Was kann ich für dich tun? Ich möchte einen Teil meiner Schulden zurückzahlen. Natürlich. Wie viel willst du zurückzahlen? Alles? Fantastisch. Also, was kann ich noch für dich tun? Was ist mit dem letzten Fischer passiert? Der letzte Fischer? Oh. Er war sehr unzuverlässig. Er fuhr nachts raus, kam ohne einen einzigen Fisch zurück und verschlief dann den ganzen Tag. Außerdem war er ein schlechter Bootsführer. Wirklich schlecht. Ständig lief sein Boot auf Grund. Selbst am helllichten Tag. Der Schiffsbauerin gingen beinahe die Planken aus. So viel Reparaturen fielen an. Nein, er taugte nichts. Und eines Abends verschwindet er dann und tauchte nie wieder auf. Adieu, wir werden ihn nicht vermissen. Also, was kann ich noch für dich tun? Ich möchte etwas über die Gegend erfahren. Aber sicher, gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert? Okay, wir könnten ihn jetzt über die Sturmklippen, das Sternbecken, Windstrang und Teufelsgrat ausfragen. Aber da wir diese Inselgruppen gerade noch nicht besuchen, hebe ich mir das dann auf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für diese Inselgruppen interessieren. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. So, was wir noch machen können. Unser Lager, da lagern wir jetzt halt mal dieses Forschungsteil ein, damit wir genug Platz wieder in unserem Kutter haben. Ah, der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Okay. Unsere Mission... Moment, nee, das ist die Karte. Die haben wir abgeschlossen.
Ich war bei der Werft und habe die Schiffsbauerin kennengelernt, die mein Schiff reparieren und aufrüsten kann. Wird hier leider nicht entfernt, die Missionen bleiben hier kleben. So, Moment. Stört euch da nicht daran, wenn ich ein bisschen am Husten bin, weil ich habe noch das Ende einer Erkältung, was ich noch etwas auskurieren muss. So, dann gehen wir jetzt mal zum Trockendock. Das ist das Trockendock. Hier können wir dein Boot ein paar prägnanten Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einen besseren Rumpf. Für dieses Projekt brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material, Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Wie komme ich an Material? An der Küste findet man jede Menge gutes Material, vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Okay, also hier können wir jetzt unser Schiff verbessern. Bei der ersten Ausbaustufe könnten wir 2 Angelplätze dazu bekommen, 4 Schleppernetzeplätze, 2 Motoren und einen Scheinwerferplatz. Und wenn wir hier fertig sind, können wir einen neuen Rumpf uns praktisch leisten oder ausbauen. Und hierfür brauchen wir dann diese Materialien, also sieht man auch Holzplanke, Metallschrott und Ballenstoff. Wenn wir die haben, können wir die hier reinlegen. Wir können die auch vorher halt schon hier lagern, hat sie uns ja gerade gesagt. Und dann müssen wir natürlich auch noch Geld investieren. Ja, das war es aber. Mehr können wir hier gerade nicht machen. So, was wir noch machen können, bevor wir jetzt schlafen gehen, also wir können hier ablegen, schlafen gehen. Wir schlafen immer bis 6 Uhr morgens. Und hier können wir noch forschen. Wir haben ja ein Forschungsteil. Hier sind noch 2 Dinge ausgegraut, Netze und Körbe. Wir könnten einen Motor erforschen. Dafür hätten wir auch dieses eine Forschungsteil, das steht hier. Wie viel das kostet. Verbesserte Außenborder, Propellerantrieb, eine vernünftige Anschaffung für Menschen mit kleinem Budget. Also der macht 15 Knoten. Der Motor, den uns die Schiffsbauerin verkaufen will, macht 10 Knoten. So, dann haben wir hier Angeln. Da hätten wir einmal eine flexible Angelroute. Das hybride Design ermöglicht einen flexibleren Angelstil. Wir sehen hier jetzt auch schon, diese Angel kann 2 Fischarten gleichzeitig fangen, und zwar die in Küstennähe und die Flachwasserfische. Mit einer Fanggeschwindigkeit von 45%. Das wäre eine Überlegung wert, diese Angel zu erforschen, denn wir sehen ja hier, wir haben hier eine Angel für Küstennähe, nimmt uns 2 Platz weg. Wenn wir die günstigste kaufen würden für Flachwasserfische, hätten wir insgesamt 4 Plätze, die die beiden Angeln beanspruchen. Und wenn wir jetzt hier diese Angel erforschen, nimmt uns diese Angel nur 3 Plätze weg. Also haben wir einen Platz mehr für unsere Fische. Genau, dann hätten wir hier noch eine hydraulische Angelroute. Dank der mechanisch unterstützten Rolle lassen sich auch deutlich größere Fische fangen. So, jetzt haben wir aber allerdings das Problem, diese Angel hier kostet 2 Forschungsteile, also müssen wir erstmal sparen. Können wir jetzt auch nichts mehr machen? Was wir jetzt hier noch machen können, ist einfach schlafen gehen. Ja, genau. Und das werden wir jetzt auch machen. Das war heute die Folge von Dredge. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge viel Spaß.